War das alles nur ein Traum? Faltenarsch? Hallo? Sahneschnittchen? Hallo? Wer seid ihr? Open those eyes. You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Aua! Somebody hit you? Here. Let me help. Alter, verpiss dich mit deiner... Andrew? You're getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do you hope? Shit. And they're not happy about it? No. Shit. Come on. Hallo? Hallo? Zwei Stunden vorher. Oh, dann schreiben wir mal schnell hier. Oh shit, Mann. Ein Tipp in hier. Fuck. Darf bloß keiner sehen hier. Shit, ey. Geht das so? Okay, ich glaube, das kann man so senden. Raus damit. Fuck! Komm schon! Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Outlast Whistleblower. Whistleblower, es ist soweit, es geht los. Geil. Es soll der Vorteil sein und es ist der Vorteil, also die Vorgeschichte. Wir haben gesehen, wir haben gerade diese wunderschöne E-Mail geschrieben, wo wir ja damals im Auto dieses Dokument gelesen haben. Und ja, wir sind der nette Herr hier und dürfen jetzt die kleine Vorgeschichte spielen. Ich freue mich wie sonst was. Manche haben geschrieben, also die meisten haben sogar alle geschrieben. Erstmal Dankeschön, dass ihr alle reingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es gut, ne? Die meisten haben wirklich geschrieben, dass das wohl besser sein soll als das Hauptspiel. Ich meine, wie ist das möglich? Und haben wir uns das alles nur ausgedacht? Nee, ich weiß nicht, also es soll auf jeden Fall geiler sein. Mein Kaffee wird kalt, aber das scheiß drauf. Da vorne erwartet uns jemand. Und ich bin einfach glücklich, dass es jetzt losgeht. Ich hoffe, euch gefällt es, also ihr habt da Bock drauf. Aber laut der Resonanz aus den letzten Folgen vom Outlast Let's Play, also von der Hauptstory, ja, da habt ihr Lust drauf. Und ich hab da auch Lust drauf und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam auf diese wunderschöne Reise gehen werden. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal los, oder? Hallo? Wer bist du denn? Mark? They've paged for you three times. Ja. There's something urgent. Ja, ich war ein bisschen verloren im Kopf. Ich hab da YouPorn und so. Ja, bin ich ja auch, Mann. Jetzt chill mal dein Leben. Manchmal muss man halt seine Bedürfnisse. Hallo. Okay. Manchmal muss man seine Bedürfnisse einfach, muss man stillen. Kennst du doch. Da geht man auf solche Seiten und dann guckt man sich was an. Dann trinkt man sich noch einen Kaffee dabei, hier, da steht hier rum. Und dann ist man glücklich. Weißt du Bescheid, ne? So, wo soll ich mich, melden? Ach ja, gut, mach ich mal. Kann man hier rein? Wir tun das natürlich nicht. Die Stressreaktion wird Auswirkungen auf die, was? Natürlich. Ach so. Was labert ihr da? I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. Uh-huh. I've been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. Uh-huh, interessant. Unterhalten sich die beiden da über Billy? Den guten? Hallo? Jawohl. Why weren't you answering the page? Ich hatte Bedürfnisse. Wo muss ich lang? Hier lang?
Oh, schöne Nase. Und schönen Mund. Ach, hübsch. Schön hier, wenn das alles noch so friedlich ist und alles noch so geregelt. Keine Sahnetörtchen. Ach, Sahnetörtchen. Okay, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. So, ich mach mal zu, ne? Nee! Was war das denn? 1000 Stunden haben wir das nicht gesehen, dass er eine Tür... Alter, das muss ich nochmal machen. Nur würde ich mich mal gerne fragen, ob das dann später auch noch so ist. Also ich weiß ja nicht, was hier passiert, also was auf uns zukommt, ob das jetzt irgendwie, ob das Chaos ausbricht und wir da mittendrin sind, oder ob wir einfach hier rumrennen und einfach andere Leute beim Sprechen zuhören, das weiß ich ja nicht. Aber ich bin gespannt. Alter, der kann zaubern. Das ist aber traurig. Ich lasse euch mal allein, ne, bei eurem Date. Hey! Na? Sag mal, was hast du mit deinen Armen gemacht? Ist so die irgendwie, ist das normal? Muss das so? Ist das eine spezielle Creme, die du benutzt, oder? Alles klar. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Okay. Also scheint so, als seien die Herren hier sehr, sehr beschäftigt. Billy ist noch nicht in der Kuppel. Aha. Hallo, Polizist? Ach so, ich muss an den PC. Gut, das wusste ich nicht. Um den morphogenetischen Antrieb zu reparieren. Ja, kein Ding, machen wir locker. Ja, sorry. Ja, jetzt chill mal dein Leben da, ne? Wir sind ja hier nicht bei sonst was. So, mach mal kurz. Alles easy. Was haben wir da? Ja. So, ganz schnell hier. Zack. Na komm, PC. Mach hin, ne? Mr. Park? Ja. Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Wir sind doch dabei, Freunde. So. Fuck me, they're bringing him in. Ich will gern gucken. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Jo, danke, Mann. Quickly, Mr. Park. We'll need to roll if the fusion monitoring is not active when we... Jaha! 5 seconds. Dass sie immer hier stressen müssen, ey. Das ist ja ekelhaft. So. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Positioning imaging planes. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Geh zurück in dein Büro. Das war's schon. Warte mal, ich will noch mal ein bisschen gucken hier. Wer ist das? Eddie Gluskin. You're done here, Mr. Park. Jaha. You and goodbye. Nein, ich möchte noch ein bisschen hier bleiben. Ich gehe, wann ich das will, ja? So, wenn ich hier in die Ecke gehe, dann gehe ich hier in die Ecke. Was willst du jetzt tun, hä? Na? Walk away, Wayland Park. Sick of you being here, even when you were useful. Sorry, ich muss husten. Ich bin krank. Ich glaube, das ist eure Anstalt hier. Wer ist das da, Eddie? Haben wir da nicht auch mal was von gelesen? Eddie Gluskin, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, was haben wir hier? Der arbeitet auch ganz fröhlich. Noch ein bisschen Kaffee.
Ich guck mir das gerade so ein bisschen an, weil es ist so schön, wenn man das hier so belebt sieht, weil wenn man vorher hier rum... Halt die Schnauze, du mit deinem pinken Arm. Boah. Ey, die Leute sind mir echt unsympathisch, jetzt schon, ne? So, willst du auch noch mich beleidigen hier? Willst du mich auch noch fertig machen? Nee, ne? Weil du nämlich genauso aussiehst wie der da. Ihr seid einfach alles Klone, ne? Ihr könnt euch nicht gegenseitig fertig machen und mich könnt ihr auch nicht fertig machen. Ich werde wiederkommen, Freunde. Ich komme wieder. So. Schön langsam. Na? Wann habt ihr mal Pause? Hast du Pause? Darf ich mal gucken, was du machst? Gibt's dir Batterien? Hast du eine Batterie für mich? Mann. Na gut, dann gehen wir mal wieder arbeiten, ne? So. Tür zu. Schön langsam. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Ich will die ganze Zeit nach Dokumenten Ausschau. Das sind nicht meine Pornos. Ich schwöre. Mr. Waylon Park. Consulting Contract 8208. Software Engineer with a Level 3 Security Clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Wie ein Weißen. You willingly submit to forced confinement? Nein. Did you hear that, Agent? Man ist also verrückt, wenn man sich Pornos anguckt. Great. Oh, and did I just hear Mr. Waylon Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Waylon. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Nee. Whistleblower. Shit. Das war jetzt nicht so geil. Hallo? Billy! Hallo? Oh, Kamera. Oh ja. Mein Heiligtum. Hallo? Erstmal lesen. Sollte ich sterben? Ich hab's verkackt. Oh Gott. Wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich habe da noch ein paar Szenen für dich aufgenommen. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby. Es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Ich hab mir sowas von in die Hose gekackt. Alter, der Typ gibt jetzt schon sein Leben auf?
love. Open you up and show you. Nee. Du wirst mich nicht öffnen. Nein. Okay. Muss ich nicht verstehen. Alles gut. Batterie. Ich hab sie schon gesehen, als ich aufgestanden bin. Oh Gott. Noch eine Kamera. Können wir nicht einfach alle mitnehmen? Dann sind wir wenigstens safe, falls unsere mal wieder kaputt geht. Haben wir irgendein Ziel? Nee, kein Ziel. Wir laufen hier einfach rum. Hallo. Wir können die Tür langsam zumachen. Ich fasse nicht. Was denn? Was denn? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Ist jemand am Scheißen? Störe ich? Alter, was ist hier los? Hier ist wieder so eine Kamera. Ich flipp aus. Was soll der Scheiß? Und wo sind wir hier? Alter. Wie, come in? Wohin? Ernsthaft, ihr habt eine Tribüne? Alter, ernsthaft, Leute? Lasagne. Ah, schön, die alle wieder zu sehen, ne? Freut mich irgendwie. Ist irgendwie voll toll. Nein. Nein, 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 nein! Oh Gott. Okay, ich komm rein. Billy ist mit Stress. Hallo? Hat jemand... Oh. Bringt es hier eigentlich sich was... Bringt es hier sich eigentlich was zu verstecken? Oh, Batterie. Verstecken bringt ja eigentlich gar nichts, oder? Das ist eigentlich Schwachsinn. Das ist eigentlich total Schwachsinn. Langsam zu... Jetzt vermisse ich irgendwie, dass man die Tür zuschießen kann, Mann. Lass mich rein. Das war eine Wache. Aber die sah irgendwie nicht mehr so frisch aus. Was ist hier los, Mann? Was geht hier vor sich? Hallo. Come to join our therapy session. Ja. Take the blade. You're rallying our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Meint er jetzt mich oder meint er den da? Achso, der hat den Weg für mich frei gemacht. Das ist aber nett. Hallo? Oh, du bist aber, ja, sportliches Kerlchen, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt an dich rankuschel? Änderst du dann deine Meinung? Hm? Änderst du deine Meinung? Überleg es dir gut. Ich mach so viel Scheiße gerade. Ach Mann. Schön wieder hier zu sein. Hallo. Ich kenne dich auch noch. Du warst auch schon da. Du warst auch schon. Du bist ganz oft hier vertreten. Ich vergesse immer, dass das ja die Vergangenheit ist. Guck mal, voll der geile Schatten. Ein Mensch, zwei Menschen. Okay, wir gehen weiter. Ich weiß. Wir gehen weiter. Tschüss. Okay. Jetzt kommen wir mal langsam wieder runter.
und regen uns ab.